Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Watch Dogs und ich muss direkt schon vorab sagen, wir haben ein neues Versteck und zwar hier oben. Kann sein, dass wir das sogar schon vorher hatten, aber auf jeden Fall ist das auch noch unser Versteck, also so ist es nicht. Aber da oben haben wir jetzt auf jeden Fall auch ein neues Versteck. Ich weiß nicht, ob es vorher war, auf jeden Fall bin ich da drin gespawnt und der Ladebildschirm, der hat so unfassbar lange gedauert. Ich habe sogar meinen PC neu gestartet, weil ich gedacht habe, vielleicht liegt es irgendwie daran oder so. Oh mein Gott, chill mal. Der Wagen ist jetzt nicht so der Burner, muss ich sagen. Sollen wir Motorrad nehmen? Komm, wir nehmen Motorrad heute mal. Man, renn doch jetzt nicht weg, Alter. Meine Güte. Sei doch mal ein bisschen realistisch. Nehmen wir mal das Motorrad hier. Ja, das. Ja, das. Uiui. Ja. Ich werde heute wahrscheinlich nur über die Gamescom reden. Wir werden heute ungefähr. Ich müsste, wenn ich es alles schaffe mit dem Hochladen und so weiter, Freitag haben. Also beziehungsweise heute müsste man Freitag haben und ich werde natürlich auf der Gamescom sein. Ich werde viele einzelne Bilder posten oder beziehungsweise ich versuche viele Bilder zu posten auf meiner Facebook-Seite. Link steht in der Videobeschreibung. Ich werde auch versuchen, vielleicht ein oder andere Video zu machen oder so, mal sehen. Werden wir mal gucken, Kamera und Stativ habe ich dabei. Und ich werde auf jeden Fall, was ich euch sagen kann, so nicht so eine Art Commentary machen, also so im Hintergrund irgendwie so ein Gameplay laufen werde ich lassen. Geiles Deutsch auf jeden Fall. Und ich werde ein bisschen so Fazit über meine Spiele, die ich da getestet habe, sagen. Ich meine, man kann ja jetzt schon so, sag ich mal. Uiuiui. Nein, der fährt auch wie besoffen. Sind die immer noch 2600 Meter? Junge. Man kann ja jetzt schon, sag ich mal, so einen Test ungefähr machen, ein Fazit über Call of Duty oder so, sag ich mal. Das sollte eventuell gehen. Aber. Ich werde auch nochmal meine Meinung dazu geben. Meinungen sind nie schlecht. Ich werde mir auch ultimativ viele Meinungen zu Call of Duty anhören. Weil bei Ghost habe ich auch gewartet, bis ich es mir gekauft habe. Und habe mir dann doch am Ende zugesagt. Ich habe es mir dann geholt, erst im Januar oder so. Als ich meinen neuen PC dann hatte. Und ich werde mir. Vielleicht werde ich mir Call of Duty, weil mir gefällt es bis jetzt, wenn ich die Meinung so anhöre. Wenn die Meinungen so weitergehen, dann werde ich es mir wahrscheinlich direkt, kann man am dritten Tag nach dem Release holen oder so, mal sehen. Ich werde es vielleicht auch selber anspielen. Das, wie gesagt, werde ich da dann im Fazit hören. Wenn ich es natürlich selber anspiele und mir sagt zu, dann werde ich es mir auf jeden Fall beim Release holen. Welche Spiele ich antesten werde, kann ich euch noch nicht genau sagen. Ich weiß dann, also man kann es halt immer schlecht einschätzen, wie lange man steht. Also Lars stand letztes Jahr bei Titanfall 2 Stunden. 2 Stunden finde ich okay, würde ich mich, wenn ich ehrlich sein soll, sogar anstellen, ganz ehrlich. Es gibt so viele Spiele, bei denen ich mich anstellen würde. FIFA, wobei bei FIFA steht man wirklich nur 15 oder, nun komme ich auch mal näher an dem Ziel ran. Da sind es wirklich nur 15 oder 20 Minuten ohne Scheiß. Und so war es auf jeden Fall letztes Jahr. Ich werde FIFA auf jeden Fall anspielen, Call of Duty werde ich versuchen, Battlefield Hardline eventuell. Ich werde auch versuchen, mich irgendwie so im Battlefield so ein bisschen reinzuspielen, weil ich habe Battlefield 3 gespielt. Keine Ahnung, lass mich da mal vielleicht 20, 30 Spielstunden haben nur. Und keine Ahnung, möchte nicht sagen, meine Meinung war scheiße, aber mir macht es halt keinen Spaß, weil ich es halt nicht konnte. Nur das liegt halt daran, dass Battlefield und Call of Duty was ganz anderes ist und man einfach reinkommen muss. Ich meine, ich merke das ja schon, selbst wenn jetzt, nimm mal an, ich zocke jetzt eine ganze Woche, suchte ich jetzt eine Woche MW2 und spiele danach zum Beispiel jetzt Black Ops 1. Das geht gar nicht. Also da muss ich wirklich erstmal reinkommen, das ist bei mir so, keine Ahnung warum. Und bei Battlefield ist das dann noch viel extremer. Ich sag mal so, ich habe mit MW2 angefangen bei Call of Duty. Da habe ich auch, weiß nicht, wie viele Spiele. Da war ich am Ende, selbst am Ende war ich da noch schlecht. Ich habe es mir nicht direkt beim Release geholt, ich habe es mir nachgeholt. Da war, glaube ich, sogar Black Ops 1 schon draußen, meine ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das war jetzt knapp. Junge! Aber schönes Auto. Da habe ich auch unzählige Spiele schon bei MW2 gebaut, um ein bisschen besser zu werden. Deswegen werde ich halt auch mal bei Call of Duty, bei Battlefield wagen. Und weil ich sonst noch so anspielen werde, werde ich gleich sagen. Aber wir machen erstmal keinen Weg zurück. So, wer bist du? Was haben wir denn da hinten? Kameras. Na super, da muss ich rein gleich. Definitiv. Das Merlot Hotel. Ich werde die Folgen auch so ungefähr auf 20 Minuten halten, nicht auf 30. Sonst werde ich es nicht ungefähr schaffen. Aber sollte nicht so schlimm sein. 20 Minuten finde ich vollkommen okay. So zwischen 20 und 30. Zumindest beim Singleplayer-Spiel. Bei Multiplayer-Spielen ist das immer was anderes. So, zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal ein. Ja, okay, FIFA ist ja was anderes. Keine Ahnung, bei Call of Duty oder so, wenn wir zu dritt spielen. Oder nehmen wir mal an bei GTA Online. Wobei, bei GTA Online muss man auch lange machen, weil ein Spiel ist, dafür braucht man echt lange. Nehmen wir mal an, keine Ahnung, Minecraft oder so. Da sind 15 Minuten eventuell okay. Boah, meine Stimme geht heute echt gar nicht, ey. Ich hab immer Geld damit verdient, ins
Aber das sollte uns nicht stören. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ach, das ist ja Clara, hieß sie, genau. Das musst du nicht tun. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Da guckt schon einer. Gehen wir mal hier lieber über die Wand. Stand da echt, finden Sie das Melo-Hotel? Aber wer ist denn der Typ? Der steht doch da hinten, der interessiert mich doch gar nicht da hinten, oder? Achso, ich muss erst da hin. Achso, hacken. Ja, klar. Ja, Quinn gefunden, Kamerazugriff. Oh Gott, ich muss mal eben kurz gucken, ob mein Headset an ist, zum Glück. Alles klar. Es tut mir sehr leid. Aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Wenn du so weiterredest, ne? Bevor ich Bürgermeister wurde. Sogar bevor ich ein Politiker wurde. Das ist doch Quinn, ne? Ja, genau. Den haben wir ja schon kennengelernt. Lucky und ich kennen uns lange. Ey, wenn der so weiterredet, ne? Ja, ne? So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Alter, ernsthaft. Bürgermeister von Chicago, wo war ich? Na gut. Wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit so geht um die ganze jetzt rein. Welt. Seine Barmherzigkeit. Kann ich da auch rein mit einer Kamera? Nee. Wobei. Boah, meine Stimme. Ich hab mich mal eben ganz kurz muten. Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. So, sollte mit der Stimme jetzt wieder einigermaßen gehen, ey. Mein Danke Gott. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Ja, bitteschön. Warte mal, da habe ich doch so ein... Ja. Da hab ich ja so ein Rambo-Gerät. Hacken. Ich will raus. Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege. Und dieses... Gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben Irak erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Ja, ja. Wir haben eine Kamera, die mir angezeigt wird. Ist raus, wenn ich es sage. Ist aber relativ unnötig. Die Zeit ist um. Also verlass mein Hotel. Alter 75. Hat aber schöne 10 Millionen Einkommen. Oder sind da 10.000? Ne, es sind 10 Millionen. Junge, Junge. Hörst du mich? Lucky. Wie komme ich denn da hin? Da, wunderbar. 86 Meter von... Och, nee. Wenn ich es wieder vorspule, dann wisst ihr, wie lange es gedauert hat. Wobei, das... ging schnell. Nicht noch eins. Aber... Junge, warum hältst du da mit einer Pistole drauf? Was ist denn mit dir? Soll sich doch sonst wer drum kümmern. Infiltrieren Sie das Hotel, dann werden wir das mal tun. Moin. So, wenn wir mal hier außen lang laufen. Jetzt ernsthaft, du rennst einfach so durch den Busch?
Oh mein Gott, ist das schlecht. Oh mein Gott, ist das schlecht. Na gut. Lassen wir mal so stehen. La, 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 la. Vielleicht werde ich hier mit dem Boot später wegfahren, wenn ich flüchten muss. Moin. Ernsthaft, steh auf. Und geh einfach in die Hocke. In die Hocke. Jetzt mal, wie gehst du in die Hocke? So? Nee. Ja, komm, lass mal das. Lass mal das einfach. Ist mir scheißegal. Ja, lass mich doch hier durch, Junge. Was ist mit dir? Jo, warte mal, da habe ich doch mal eine Idee, ne? Wo haben wir hier denn einen Köder? Da lockt jetzt nicht ernsthaft keiner an, oder? Ach, warte mal. Da habe ich auch noch was gesehen. So, jeder, der hier langkommt, den werde ich sofort umbringen. Warte mal, ich habe da allerdings eine Kamera. Ey, damit kann ich mich allerdings relativ vorarbeiten. Vielleicht kann ich Leute noch irgendwie töten. Kamera ist doof. Er darf da jetzt auch nicht langkommen. Das können wir auch mal nehmen. Normalerweise will ich am liebsten ein paar töten. Irgendwie so ein bisschen sprengen oder so. Oder, ja doch, sprengen wäre gut. Getränkeautomat ist ja relativ unnötig. Na komm, müssen wir da rein. Alles klar. Nehmen wir am besten die schallgedämpfte Waffe. Schnell wäre gut am besten. Nicht zu sehen. Ich sehe da drüben nach. Ich sehe einen Scheiß. Ich schau mal da drüben nach. Ich hab hier nichts. Ich gehe weiter. Kann ich da rein, ne? Ne, kann ich nicht. Ich weiß nicht, ob da einer langkommen kann. Na gut, wenn ich die alle so weiter umbringe, ist das okay. Schallgenüfte. Uiuiui. Ich muss nur weiter treffen, weil wenn ich sie nicht treffe, dann wird das aufmerksam und so weiter, bla 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 bla. Viele sind es nicht mehr. Einer kommt da. Zwei sind da sogar. Oder kann ich einfach da rein und attacken? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich will das auch, wenn ich ehrlich sein soll, gar nicht ausprobieren. Der soll mal hier hinkommen. Der soll mal echt hier hinkommen und dann störe ich den. Komm, spreng in die Luft. Komm, nimm beide mit. Junge, ernsthaft? Jawohl, Zivilist getötet. Und immerhin Elitikel. Alles klar, das funktioniert nicht. Uiuiui, da kommt einer. Skillpunkt verdient, wie hab ich das denn jetzt gemacht? Kopfstoß, alles klar. Kannst du da um die Ecke gehen, oder? Oh Gott, ich muss meine Waffe wegstecken. Sprengen? Wie komme ich denn da hin? Achso. Hier los. Ah, Intrigen, das mache ich mal. Komme ich später, nehme ich da frei. Oh, der Typ ist hier irgendwo in der Nähe. Ich habe da doch jetzt gehackt. Was muss ich denn jetzt machen? Ah, das
bisschen gebraucht. Alter, erschreck mich mal. Ich hab doch F gedrückt. Ich musste F. Oh, ich war so weit. Ich hab alle getötet. Und dann kommt der. Alter, ich hab mich ohne Scheiße. Hi, ich hab mich erschreckt. Ah, ist no problem. Mach ich kurz. Das ist no problem. Jetzt Speedrun. Richtig, richtig pro Overskill. Passt mal auf jetzt. Boah, da erschreckt er mich im Hotel ernsthaft. Ja, ja. Kann ich die Tür nicht zumachen? Das fuckt mich nämlich ab. Scheiße, läuft eine Zivilistin. Ich hab gedacht, die leben gar nicht mehr. Auf einmal. Vielleicht Profile aktivieren oder so. Bleib doch dahinter, du Idiot. So, jetzt kommt er alle nach und nach. Hm? Schrei doch nicht so. Anlocken wäre cool, ne? Boah, eine USV wäre auch ultimativ cool, wenn ich ehrlich sein soll. Ach, ich hab 6, hab ich davon? Ich hab davon 3. Der hat 3 Schuss! Da drüben. Oh, jawohl, da soll jetzt mal einer kommen. Echt nicht? Komm, nehmen wir noch mal den Köder. Ernsthaft? Schmeißen den da auch hin? Wobei, das sind nur 3. Eigentlich kann ich da durchrennen. Ja, ich meine, Speedrun weiß jetzt doch was anderes. Aber da muss doch einer mal langlaufen. Ja, komm, fickt euch, ganz ehrlich. Ernsthaft, da kommt keiner lang. Was ist das behindert? Da kann man mal die KI sehen. Da explodiert was und keiner kommt. Zack, das war der erste. Jetzt kommen, glaube ich, ein paar mehr. Muss ich aufpassen. Sehr gut, Skillpunkt erhalten. Da links ist einer. Muss aufpassen, da sind jetzt 2. Sehr gut. Ich bin aber auch treffsicher, Junge, Junge. Jetzt sind da noch 2 drinne, 2 oben. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Oh, ganz ehrlich, gucken wir mal nach. Gucken wir mal nach. Da ist der eine. Fahr nach Hause, ganz ehrlich. Wo ist denn der andere? Ich würde den... Warte mal, der ist doch jetzt... Boah. Junge, bin ich gut. Das war ja gut, doch, das war gut, das war gut. So, jetzt weiß ich aber, also normalerweise kommt da jetzt auch einer lang, oder? Das habe ich nicht vergessen, aber elektronische Teile kann ich eigentlich auch mal gebrauchen. Hacken ist eigentlich auch immer nicht so schlecht. Dann warten wir, bis du da rauskommst, ne? Wollen wir mal warten. Und dann mal gucken, was mir da so entgegenkommt. So, Kollege. Achso, Aufzug muss ich dir nehmen, alles klar. Jetzt würde mich dann nicht wundern, dass wenn ich jetzt hochkomme, da noch einer steht.